Willkommen zurück beim Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ja. Übrigens sind wir in Rotterdam. Es ist 15.27 Uhr. Und es regnet. Ist das schön. So, schauen wir mal. Frachtmarkt und Rotterdam auswählen. Das wird doch schön. Das ist eine schöne Tour. Oder? Ja, da fahren wir da mal hin. Das ist auch übrigens der D-Tech Container Trailer, den ich ja so unbedingt wollte. Tor auf. Ups. Okay, das hat jetzt effektiv überhaupt nichts gebracht, weil hätte ich nämlich auch genauso gut können, gar nicht schauen. Wegen dem Totenwinkel. Ja. Ist gut. Aber die ist so lang, ich glaube, die teile ich in der Mitte einmal. So, endlich. Können wir uns den D-Tech-Trailer mal genauer anschauen. Ich habe ja lange darauf gewartet, dass ich den mal fahren darf. Da müssen wir auf den Aufsattelvorgang von außen begutachten. Das ist sogar mit Kurbel. So, und alle unnötigen Achsen, das sind ein paar an der Zahl. Ja. Nehme ich zwei Stück. Die liften wir einfach. Und ist der Rest gelenkt? Ja. Also die eine ist gelenkt und die anderen zwei halt nicht. Das stört ja nicht. So, gucken wir mal. Wie fahren wir denn am dümmsten? Wieso sollten wir eigentlich erst nach Norden fahren? Guck mal, das ist schon mal kürzer. Und da ist auch Landstraße dabei. Dann fahren wir noch da lang. Ist nochmal ein bisschen anders. Bisschen besser. Was ist, wenn wir hier noch abkürzen? Also, Entschuldigung, vermeintlich abkürzen. Dann lassen wir das und fahren die Autobahn nach Salzburg. Ja gut. Und dann gucken wir mal, dass wir da Rast machen. Ist das für die Mitte? Entweder da oder da. So, auf geht's.
bin nur gespannt, wie er sich fahren lässt. Weil der ist groß. So viele Achsen. Eieiei. Das Elend. Ich meine, sowas ist doch scheiße. Aha, passiert mal was. Da ist frei. Da rechts sehe ich nichts. Ist auch frei. Wir verduften. Da fahren sie auf der linken Spur. Auf der ganz linken Spur. Obwohl rechts alles frei ist. Also wenn ihr eine freie Autobahn fahren wollt, ja, fahrt rechts. Da ist nämlich keiner. Der Reißverschluss, wir blinken. Finden uns neben einem Kollegen wieder. Schon wieder so ein Iveco-Fahrer. Und nein, ich mache nicht Platz. Warum sollte ich Platz machen? Schaut denn zeitmäßig aus? 26 Stunden haben wir, 16 Stunden brauchen wir. Eine Pause ist drin. Mit noch Zeug bisschen rausfahren. Aber nicht besonders viel. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Richtung Duisburg.
Achso, ich habe ja hier Vorfahrt. Völlig irrelevanterweise. Uah. Knapp, aber es passt. Einer, der es wieder sehr eilig hat. Ja, Kollege, so läuft's nicht. Guck da. Ach, ist das schön. Lalalala. Schubidubidu. Ich zeig das mal kurz, so geht das. Kurz und knackig und nicht schon einen Kilometer vorher rausfahren. Das finde ich übertrieben. Das war ja richtig armselig. Sorry, aber ich hätte mich müssen richtig aufregen, wenn er jetzt vor mir reingezogen wäre. Aber die KI beachtet Gott sei Dank den Sicherheitsabstand. Ich nehme mich nicht. Ja. Nicht sehr vorbildhaft. Nicht sehr vorbildlich. So ist es richtig. Ich weiß, ich weiß. Ich möge mich schämen. Das habe ich verstanden. Und anscheinend wird der Regen schwächer. Und wir fahren zurück in die Niederlande. Den wir gerade gekommen sind. Scheibenwischer eine Stufe nach unten schalten. Einmal wischen lassen und ausschalten. Ja, ich lasse das Licht jetzt an. Er hat es ja auch noch an. Es geht ja auch hier ums Gesehenwerden. Das ist ja auch ein nicht ganz unerheblicher Punkt. Oh, komm. Nicht einschlafen. Wo willst du hin? Nach rechts willst du. Gut. Eine schöne Erweiterung für den D-Tech-Trailer wäre übrigens die Möglichkeit, den getrennt zu fahren. Das heißt, du könntest den einen Teil bei dir auf dem Firmengelände abstellen und dann mit einem kleinen Teil weiterfahren und den dann irgendwo hinbringen. Das wäre cool.
Sind wir da richtig? Ja, Tatsache, wir wollten da hin. Ja, gut. Man darf auch verwirrt sein. Ich und meine Ortskenntnis. Oh Gott. Hört auf davon zu sprechen. Das ist nicht so tolles Thema. Hoffentlich hat sie überlebt. Ach, die Polizei. Eieiei. Die Polizei. Los. Ja, bleib halt stehen. Leg eine Vollbremsung hin. Der stand ja. Der ist ja nicht mal mehr gefahren. Der stand ja. Also hier ist anscheinend überall rechts vor links, außer wo es nicht explizit anders steht. Sogar auf der Autobahn. Oh mein Gott. An der KI müsste man noch arbeiten. Dass auf der Autobahn eben nicht rechts vor links ist. Nein, sondern die Autobahn hat Vorfahrt und die auffahrende Spur muss Vorfahrt achten. Steht ja sogar ein Schild. Es steht ja sogar ein Schild da. Los, fahr schneller. Ja. Ach, jetzt kannst du mich am Arsch lecken. Du Vollidiot. Drumstick. Deutschland. Oh. Jetzt habe ich ihn ausgebremst. Das tut mir leid. Beziehungsweise ich habe ihn abgedrängt. Das trifft's besser. Das tut mir leid. Ja, so meine Fahrweise ist so nach dem Motto, nach dir die Sintflut. Ne? Ist klar, ne, was ich damit meine. Ich fahre so, wie ich will und die anderen können mich alle mal. Das ist immer sehr klug. Nicht. Ah, die Polizei. Mit der Nebelschlussleuchte. Mach doch mal die Nebelschlussleuchte aus. Die braucht doch keine Sau. Na, Autofahrer, was tust du jetzt? Los, fahr. Ich muss da auf diese Spur. Sonst würde ich nicht blinken. Obviously, oder? Katastrophe. Katastrophe. Die fahren alle wie die Doofen. Wie die Doofen fahren sie. Es ist schlimm. Ja, lass mich halt nicht meinen Kickdown fahren, ist gut. Ich will ja Sprit sparen. Boah. Nein. Nein, 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 nein. Das ist doch fatal. Das tötet. Nee, so schlimm ist es jetzt nicht. Aber. So, es tötet nicht, aber. Wobei. Schlechter Fahrstil? Unaufmerksamkeit?
kann schlimme Folgen haben. Wie soll man sagen? Schwerwiegende Folgen. Oh. Ja, mein Gott. Ja, Rüttelstreifen, gut, dass es dich gibt. Ich finde aber dieses Geräusch so toll. Ja, ist jetzt gut. Genug Blödsinn. Aha. Oh, das hätte wieder fatal enden können. Das sind eine dieser ungewollten Lenkbewegungen. Ui. So viel los hier heute. Das ist ein schönes Bild gerade. Ist das schön. Da ist frei. Da kommt zwar was, aber... Wie war das? Die können ja bremsen. Oh Gott. Komm. Wenn es auf der Autobahn schon so zugeht, dann kann es ja hier nur so ähnlich zugehen. Also irgendwie muss ich mich ja tarnen. Wobei dieses Manöver schon extrem dumm für den KI-Verkehr wäre. Also, schätze ich mal. Lalalala. Tschüss. Ja, überhol in der Kurve, das ist sehr sicher. So nach dem Motto, hoffentlich kommt beim nächsten Mal ein Sattelschlepper um die Ecke. Oder ein Bus. Da kannst du sehen, was du davon hast. Nämlich nix mehr. Mann, 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 wie die Doofen fahren sie alle. Aber, um es mal etwas zu verharmlosen, also den KI-Verkehr etwas zu verharmlosen, im Multiplayer soll es noch schlimmer sein, habe ich gehört und auch schon gesehen.
Zeit. Unter 11 Stunden. Das heißt, mit einer Pause würden wir ab jetzt was bezwecken. Aber wir können noch ein bisschen fahren. Also ich denke auch, ich werde die erste Pausenmöglichkeit wahrnehmen. Allein, um mal auf Nummer sicher zu gehen. Was ja schon fast gleich der Fall wäre, glaube ich. Fürchte ich. Aber es heißt fürchte ich. Ja, das ist immer noch diese gefährliche Stelle, ich weiß. Man sollte hier aufpassen. Ach so. Der Bahnübergang kommt ja jetzt gleich. Aber es ist die Tankstelle. Schauen wir mal auf die Karte. Also wir sind jetzt in 6 Stunden sind wir jetzt diese Strecke gefahren. Dann werden wir doch auch... in 5 Stunden diese Strecke fahren. Bitte, wir fahren, da fahren wir weiter. Da fahren wir weiter, da lohnt sich noch nicht dafür zu tanken. Ich setze mal einen Speicherpunkt, einen Schnellspeicherpunkt. Falls irgendwas schief gehen sollte. Ja, vielleicht mache ich mich unbeliebt, aber... Outtakes schneiden wir raus. Das kriegt hier keiner zu sehen. So. Ah ja, der Bahnübergang blinkt. Wie immer. Mit sehr kleinen Lichtchen. Und wir warten. Gucken wir nach links. Gucken wir nach rechts. Aber wir müssen eigentlich von rechts kommen. Kann das sein? Oder von links? Rechts? Von rechts. Da kommt der Zug angeschneckt. Lalalala. 4 Stunden. Ja. Das schafft man. Das geht schon. Man muss es nur... Ja. Man muss es nur wollen. Das war anscheinend ein Update, weil die Bahnschranken haben, bis sie nicht völlig offen sind, eine Kollision. Und die ist richtig nervig. Letztens bin ich mal an einem anderen Teil, off-camera, wo ich eine Fahrt vorbereitet habe, die ich ursprünglich auch senden wollte, aber dann nicht gesendet habe, weil ich eben genau an diesem Bahnübergang, er hat schon rot geblinkt, die Schranken waren aber noch offen, und ich dachte, vielleicht kannst du dann noch drüber fahren. Was ist hier, ich fahre mit 70 km/h gegen diese Kollision. Na? So. Toll. Ja. Ich finde sowas immer toll, wenn sowas passiert. Weil da rege ich mich auch so immer drüber auf. Aber sowas will ich nicht zeigen, weil das zerstört meine innere Zufriedenheit. Ja. Wow.
Dann fahren wir mal hier durch die lustigen Bergchen. Aufpassen, dass wir den Hänger nicht irgendwo kollidieren lassen. Das wäre blöd. Ah, schön, mit dem Kickdown fährt er da hoch. Wunderbar. Sauber. Die 10 hat er jetzt zu früh genommen, finde ich. Der hätte noch so 10 Sekunden hätte noch können in der 9 weiterfahren. Dann wären wir auf der Kuppel gewesen, hätten schön Schwung gehabt. Aber nein. Ja, hier kann er auch nicht überholen, weil... Lalala. Das Überholverbot. Ja. Pech gehabt, ne? Schön blöd. Schön blöd. Ja, das zerstört die Idylle. So ist besser. So ist er nicht so hell. Ein Bus, Kollege. Krawattentracker werden sie ja auch genannt. Die Busfahrer. Die Reisebusfahrer. Ja. Irgendwer? Nein. Ist nämlich eine Vorfahrtsstraße, aus meiner Sicht. Warum ist das so wichtig, damit man diesen Berg hier auch anstandslos hochkommt? Sonst hast du da irgendwann ein Problem. Diesen blöden Berg da hochzukommen. Diesen Anstieg. Wir nennen es nicht Berg, wir nennen es Anstieg. Auf die... Nein, Schwäbische Alb ist es noch nicht. Die ist weiter südlich. Die ist südlich von Stuttgart. Wir fahren weiter. Eine andere Autobahn, nicht auf diese. Fahren wir wieder Berge nach oben. Einmal rechts, einmal links, einmal rechts. Einmal links, und dann sind wir oben. Haben wir den Gipfel erstürmt.
Genau, wir fahren jetzt auf diese Autobahn, die da jetzt kommt. Boah, ich dachte gerade, da laufen Leute rum. Boah. Gut, hätte mich aber auch nicht so wirklich gekratzt. Wahnsinn, der hat es geschafft, mal nicht anzuhalten. Das ist doch was. Ja, wir sind gleich an der Raststätte angekommen. Die da auf uns wartet. Sehr knapp übrigens, sehr knapp bemessen. Nee, Quatsch, ist keine so. Ist eine, die so mit Verzögerungsstreifen wegfällt. Die Gops. Ja, das Gähnen hören wir sehr oft in letzter Zeit. Ja, gleich kommt die Raststätte. 500 Meter. So. Ja. Tanken müssen wir ja auch. Und parken. Ich hoffe, ich schieße mich damit nicht ab, dass ich dann irgendwann zu spät bin. Aber das seht ihr in der nächsten Folge. Ja. Ich darf jedenfalls jetzt schon mal Danke sagen fürs Zuschauen. Hui. Freut mich, wenn es euch gefallen hat. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Auch vor allem zum zweiten Teil dieser Folge, dieser Doppelfolge. Handbremse, Motor aus. Und tanken. Kilometerzähler zurücksetzen, mit der Taste entfernen. Sehr schön. 600 Liter. So. Sehr schön. Licht aus, Motor aus. Eingabe drücken. So. Schnell speichern. Ich würde sagen, wir machen heute mal aus dem Führerhaus Schluss. Das war's. Bis dann. Und man sieht sich. Tschüss.